Also hallo und herzlich willkommen da draußen an die komplette Network-Welt, an alle Rekrutierfreunde. Heute bei mir im Interview ein wirklich ganz, ganz außergewöhnlicher Gast. Ich begrüße einen jungen, dynamischen österreichischen Network-Marketing-Professional, den Markus Elmleitner. Markus, guten Morgen. Hallo Tobi, hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr, bin schon sehr gespannt auf die nächsten 30 Minuten. Ja, also ich auch. Und für diejenigen unter euch, die sich jetzt so ein bisschen fragen, okay, wer ist der Markus? Was macht er? Was hat er zu sagen? Also unter uns gesagt, ich glaube, er hat eine ganze Menge zu erzählen. Ich glaube, er hat viel, viel mehr zu erzählen als in Anführungsstrichen ein normaler Mensch oder ein normaler Networker. Denn der Markus hat eine Besonderheit. Ich sag mal, du hast ein bisschen Probleme im Augenlicht. Unter uns gesagt, du bist blind. Ist das richtig? Ja, sagen wir mal ein bisschen Probleme. Vollkommen richtig. Ich sehe auf jedem Auge ungefähr 3 bis 5%. Also ich habe mit 17, 18 Jahren damals, roundabout vor 10 Jahren, mein Augenlicht fast gänzlich verloren. Ja, durch eine Erbkrankheit, Tobi. Vollkommen richtig. Okay, und ihr merkt schon, normalerweise bin ich nicht aufgeregt, wenn ich mit Menschen rede. Heute bin ich es, weil das natürlich irgendwie eine Story ist, die mich persönlich auch ergreift und mir irgendwie so bewusst geworden ist, auch, dass ich, der jetzt, sage ich mal, alle Sinne beieinander hat, der ja dann doch auch öfter mal dazu neigt, mal zu jammern oder sich zu beschweren oder ähnliches. Und wenn ich dann mit so jemandem spreche wie mit dir und sehe, was du geleistet hast und vor allen Dingen, wie du aus dieser Not oder aus dieser misslichen Lage dann eigentlich eine Top-Performance gemacht hast, dann muss ich sagen, das ist echt der Wahnsinn. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und dass wir das Interview auch machen. Und willst du uns vielleicht mal kurz ein bisschen was erzählen? Was hat es denn mit einer Erbkrankheit auf sich? Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem Missgeschick? Naja, sehr gerne. Ja, erzähle ich ein bisschen was darüber. Ich erzähle die Geschichte prinzipiell. Wir haben ja vorher kurz gequatscht, täglich mehrmals, weil es immer wieder Menschen gibt, die diese Geschichte inspiriert, ja, aber auch motiviert. Und das ist genau das, warum ich ja, dieses Geschäft mit vollster Leidenschaft aufbaue, mittlerweile schon seit knapp 8 Jahren, ja, weil es mir persönlich wichtig ist, dass die Menschen, die mit mir zu tun haben, auf der einen Seite natürlich erfolgreich werden, das Leben führen, das sie führen möchten und das sie schlussendlich auch verdient haben. Auf der anderen Seite ist es mir persönlich wichtig, dass die Menschen, wenn sie mit mir Kontakt haben, ja, einen Menschen sehen, der nicht aufgesetzt ist. Mir persönlich war es immer schon wichtig, authentisch zu sein. Ja, und ja, meine Persönlichkeit so zum Ausdruck zu bringen, wie ich eben bin. Und ich glaube, das ist auch ausschlaggebend für meinen Erfolg. Wie schon erwähnt, ich habe mit ungefähr 17, 18 Jahren damals die Diagnose Blindheit bekommen. Da steckst du ja in Österreich gerade so in der Phase, wo du deinen Autoführerschein machen möchtest. Ja. Und dann bin ich da gesessen und der Augenarzt hat gesagt, Herr Elmleitner, mit dem Autoführerschein wird es wahrscheinlich nichts werden. Ja. Und das war natürlich, kannst du dir vorstellen, Tobi, eine Nachricht, die ein 17-, 18-Jähriger nicht unbedingt braucht. Ja. Also ich war kurzfristig natürlich total perplext. Ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, in welche Richtung ja, die Zukunft gehen sollte. Ja, also ich hatte dann natürlich auch dementsprechende Panikattacken, ja, auch Depressionen würde man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sagen, und war perspektivlos. Ich war total perspektivlos. Also ich wusste wirklich nicht, was ich mit den nächsten 60, 70 Jahren meines Lebens so anfangen sollte. Ja. Unglaublich. Also, ich meine, ich glaube, so eine Nachricht braucht man in keiner Lebensphase, aber so als so junger Mensch ist das wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver, wenn dann sowas ereilt. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also, man macht ja in dem Alter nicht nur den Führerschein, sondern man findet sich ja auch beruflich oder man orientiert sich ja gerade ins Leben. Was hast du dann gemacht oder warst du schon in Berufsausbildung? Hast du studiert oder wie lief das? Ich habe ganz normal die Grundschule gemacht, ja. Dann eben Borg,
heißt es hier in Österreich, also Realgymnasium. Und dann bin ich relativ schnell draufgekommen, dass dieser Werbegang nichts für mich ist, beziehungsweise meine Lehrer haben das für mich erkannt, sagen wir mal so. Und habe dann nach ungefähr 1,5 Jahren oder 2 Jahren die Schule abgebrochen, ja, weil ich auf der einen Seite gemerkt habe, die Richtung, in die es dort geht, ja, da kann ich mich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Augen immer schlechter und schlechter geworden. Also ich bin damals in der zweiten, dritten Reihe gesessen im Klassenzimmer und konnte einfach nicht mehr sehen, ja, was der Lehrer da vorne an die Tafel schreibt. Es hätte natürlich Hilfsgeräte gegeben, aber es war damals noch nicht so ausgereift, ja, dass das möglich gewesen wäre. Ja. Und dann, wie gesagt, nach dieser Nachricht, ja, habe ich so das eine oder andere ausprobiert, sage ich mal. Also ich war nie ein Mensch, der faul war, ganz im Gegenteil. Ich habe immer gesucht, ja, nach Möglichkeiten, nach Chancen in meinem Leben. Und auf der einen Seite natürlich den typischen Blindenberuf, ja. Du wirst Masseur, das hätte mir damals auch sehr, sehr gut gefallen, die Vorstellung, weil ich ein anderes Bild im Kopf hatte. Ja, ich habe gedacht, wow, ja, das wird jetzt toll. Ja. Wunderschöne Frauen massieren, 90, 60, 90. Das Problem war, dass es umgekehrt war, 60, 90, 60. Jetzt. Im Übrigen, Markus, da sind wir ja nicht nur Brüder im Geiste, sondern tatsächlich auch, ich bin ja auch so ein bisschen noch ein Mann des Fachs. Mein zweiter Beruf, den ich gelernt habe, war Physiotherapeut. Also Masseur und Physiotherapeut, ich weiß, wovon du sprichst. Markus? Dein Ton ist weg. Oh, okay. Jetzt ist dein Ton wieder da. Also ich hatte gesagt, ich weiß, wovon du sprichst. Was hattest du da gesagt? Du warst dann kurz abgehackt, ja. Und du hast gesagt, ich weiß, wovon du sprichst. Wir sind Brüder nicht nur im Geiste, sondern, das habe ich noch gehört. Ja, auch in der Praxis. Also ich habe ja Physiotherapeut gelernt. Okay. Und das, was man dann zur Massage bekommt, das sind ja tatsächlich nicht die 90, 60, 90 Mädels. Vollkommen richtig, ja. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, okay, ja, das ist jetzt auch nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Dann bin ich auch, ja, ins Callcenter gegangen, ja. Nur ich bin relativ schnell draufgekommen, die Menschen, die dort anrufen, Tobi, ja, mit denen möchtest du nicht sprechen, glaub mir. Ja. Also den ganzen Tag wirst du zugemüllt mit negativen Informationen. Und zum Schluss bin ich dann in einen Töpferkurs gelandet. Ja. Also ich darf das sagen, dort, wo sie die Behinderten hinstecken. Ja. Und habe mir dann gedacht, wow, ja, das soll ich jetzt machen bis zu meinem 65. Lebensjahr. Und habe mir die Frage dann mit Nein beantwortet. Ja, dann sind ein paar Jahre vergangen und mit 20 Jahren bin ich dann zum ersten Mal mit Network Marketing konfrontiert geworden. Ja. Unglaublich. Jetzt können wir schon ein bisschen vorgreifen oder wir wollen ein bisschen was verraten. Du wirst ja unter anderem, und das freut mich sehr, das auch ankündigen zu dürfen, Speaker sein auf unserem Rekrutier Network Marketing Durchstarter-Kongress am Anfang nächsten Jahres. Und du hast schon zwei Stichworte gegeben. Einmal das Thema Callcenter. Ich glaube, wir können jetzt schon verraten, du hast eine große oder eine aus der Not eine Tugend gemacht, du hast eine Stärke entwickelt, du bist unglaublich gut am Telefon. Wirst du uns dann auf dem Durchstarter-Kongress was zu deiner Art zu telefonieren und zu terminieren verraten? Und zum Thema Network Marketing, bevor wir da deine Geschichte hören, können wir, glaube ich, jetzt auch an der Stelle sagen, also der Markus ist tatsächlich nicht blind und irgendwie so ein bisschen im Network, sondern du bist super erfolgreich, ja? Also kannst du uns ganz kurz was zum aktuellen Status quo sagen, bevor wir dann zum Beginning zurückgehen? Wie groß ist dein Team? Was machst du für Umsatz ungefähr? Ja, gerne. Also letzten Monat haben wir knapp 250.000 Umsatz gemacht. Mein Team ist ungefähr, ja, 5.000 bis 6.000 Personen groß, wovon 2/3 roundabout reine Endverbraucher sind. Ja. Klasse.
Warum ich das frage, ist, ich glaube, es ist ja immer wichtig, so ein bisschen mal rauszuarbeiten, das, wovon ein gesunder Networker träumt oder 99% aller gesunden Networker, auch die sehen können, würden ja von so einem Umsatz oder von so einem Team träumen. Und sie kriegen es mit ihren normalen, gesunden Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht hin. Und da ist also jemand, der, ich sage jetzt mal, nichts sieht, kein Augenlicht hat und der einfach mal sagt, okay, Leute, dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das geht. So, das ist natürlich auch nicht über Nacht entstanden. Vielleicht erzählst du mal, wie war denn der Start in diese Branche oder wie bist du denn da reingekommen? Also auch mit einem Blinden umzugehen, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wie ich jetzt an mir selber merke, wer hat dich denn da ins Network geholt oder wie ging das? Ja, das war eine sehr, sehr lustige Story. Also wahrscheinlich wie die meisten von euch bin ich damals angesprochen worden von einem sehr, sehr guten, ach was, von meinem besten Freund. Ja, und das Vertrauensverhältnis, das war damals definitiv da. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, obwohl ich keine Perspektive hatte, obwohl ich Ziele, Visionen und Träume hatte, die ich in meinem Leben noch erreichen wollte, war ich dummerweise trotzdem relativ skeptisch. Ja. Nein, echt? Das gibt's doch gar nicht. Du glaubst es nicht. Ja. Aber es war wirklich so. Ja. Und habe gedacht, ja, weißt du, ich meine, ich bin ja von Ausbildung zu Ausbildung, von Weiterbildung zu Weiterbildung gestoßen worden über mehrere Jahre. Ja. Dann hast du so einen Schicksalsschlag, ja, hast auch psychische, auch physische Probleme und bist finanziell total ausgebrannt. Und dann kommt mit 20 Jahren, ja, ein Freund von dir, ja, mit dem du zusammen bist, seit du eigentlich denken kannst, ja, und sagt, hey Markus, let's go, jetzt bauen wir uns mal ein Geschäft auf, ja, und machen da Millionenumsätze. So in der Richtung war das, ja. Und ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ja. Ich konnte es mir damals wirklich nicht vorstellen, dass das auch für mich möglich sein konnte, weißt du, ja. Aber irgendetwas hat mich damals nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht mehr jetzt im Nachhinein, was es genau war, aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Ja? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was wäre, wenn? Was wäre, wenn dieses Geschäft für mich funktionieren könnte? Ja? Ich meine, the worst case habe ich mir gedacht, ja gut, habe ich ein bisschen Geld für gute Produkte ausgegeben, aber the best case, ja, was ist, wenn das aufgeht? Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war ja vor dem Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, auch bei einem anderen Unternehmen, wo wir uns innerhalb von 2 Jahren auch 4.500 Geschäftspartner aufgebaut haben und auch Kunden. Also wie Duplikation und der Aufbau funktioniert, das haben wir relativ schnell verstanden, sage ich mal. Ja? Also insgesamt, wenn man jetzt alles zusammenrechnen würde, die letzten 8 Jahre, habe ich mit meinem Team zusammen ungefähr 10.000 oder 11.000 Menschen aufgebaut. Ja. Unglaublich. Ist man dann jetzt, ich sag mal, in einer Situation wie du, wie würdest du das einschätzen, ist man dann noch skeptischer und sagt, Mensch, ich bin blind, das ist nichts für mich? Oder das ist noch weniger für mich etwas wie für die anderen? Oder sagt man dann eher, Mensch, ich bin blind, ich habe sowieso eingeschränkte Optionen im Leben. Vielleicht ist es genau das. Tobi, kannst du das beantworten? Definitiv kann ich das beantworten. Und ich würde persönlich sagen, es ist eine höchst individuelle Situation. Also du kannst das nicht über einen Kamm scheren, weißt du? Mhm. Ich kenne Menschen da draußen, die haben ihr Augenlicht verloren, ne? Und die haben sich aufgegeben. Mhm. Und ich bin vor 8 Jahren auf einem Wendepunkt in meinem Leben gestanden, wo ich gesagt habe, hey, entweder machst du jetzt etwas aus deinem Leben oder es könnte sein, dass du dich irgendwann umbringst. Ja? Das klingt jetzt heftig, ich weiß. Ja? Aber das war ganz genau so. Und ich habe mich damals einfach für diese Schöpferrolle entschieden. Ja? Ich habe durch Network Marketing verstanden, dass ich kein Opfer bin, wenn ich es selbst nicht zulasse, ja, und habe begonnen, diese Schöpferkraft, blöd gesagt, hört sich jetzt kitschig an, ja, aber zu nutzen, ja, und
das war damals ein unglaublicher Punkt in meinem Leben, ja, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass ich mein Leben in der Hand habe. Ja? Und wenn die Menschen mich fragen, und glaub mir, das machen sie täglich, und sagen, hey Markus, wie kannst du trotz so einem Handicap erfolgreich werden? Dann sage ich immer wieder, hey, nicht trotz, wegen, ja? Also in meinem Fall definitiv wegen dieses Handicaps bin ich so erfolgreich. Weil, wie gesagt, du hast es schon kurz fallen gelassen. Ich habe mir gedacht, hey, was gibt es in meiner Lebenslage damals? Jetzt sieht es anders aus. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Aber was hätte ich damals für eine andere Möglichkeit gehabt? Deswegen habe ich diese Chance genutzt und habe dieses Geschäft nicht wie ein Hobby behandelt, sondern, wie gesagt, wie ein potenzielles Geschäftsmodell, ja, das mich in Richtung meiner Ziele bringen kann. Und wahrscheinlich auch wie ein Geschenk. Ja. Ich glaube, dass ich habe vorhin gerade mit dem Kunden wieder eine WhatsApp-Voice drauf gesprochen. Das ist ja, glaube ich, wenn man nicht, das hat ja was mit Identifikation und mit Überzeugung zu tun, alles, was wir machen. Und wenn man immer nur Umsatz machen will oder Kunden braucht oder Partner, also wenn man so diese Identität, diese Strahlkraft nicht entwickelt, ja, dann werden einem das die Leute immer anmerken. Ganz genau. Kurze Frage, wir haben ja alle, ob gesund oder eingeschränkt, jeden Tag immer die Wahl. Sind wir Opfer oder Gestalter? Sind wir Konsumenten oder sind wir Produzenten? Diese Entscheidung, nicht Opfer zu sein, sondern du hast dieses Schöpferwort in den Mund genommen. Wie muss man sich das vorstellen? Geht sowas über Nacht, dass man sagt, ab morgen greife ich an? Oder zweifelt man auf dem Weg? Ja, blöde Frage wahrscheinlich, wir alle, das sind ja Menschen, wir zweifeln ja jeden Tag. Aber war das eher so eine Trotzentscheidung dann von dir zu sagen, okay, jetzt, oder bist du da auch reingewachsen? Eine Trotzentscheidung schon, in gewisser Art und Weise, aber nicht, weil ich jemand anderen prinzipiell etwas beweisen wollte. Natürlich hat es da auch einige Menschen gegeben, das kannst du mir glauben, ja, die nicht an mich geglaubt haben. Aber hauptsächlich, Tobi, wollte ich es mir selbst beweisen. Ja? Hauptsächlich wollte ich es mir selbst beweisen und habe gesagt, hey, das ist jetzt eine Chance. Das ist jetzt eine echte Möglichkeit für mich, ja, wie ich das Leben führen kann, früher oder später, das ich mir so vorstelle. Ja? Und die Entscheidung, das weiß ich noch ganz genau, die ist damals bei einem Event gefallen. Ja? Das war so mein erstes Event im Network Marketing. Da waren Hunderte oder, keine Ahnung, Tausende von Personen wahrscheinlich in einem Raum. Und ich habe gesehen oder gemerkt, ja, dass diese Menschen auf der Bühne unter Anführungszeichen, ja, ganz normale Menschen sind. Ja, ich habe gesehen, die haben ganz normale Geschichten, ja, die haben eine normale Vergangenheit unter Anführungszeichen. Also das waren jetzt keine Superstars, ja, die als Networker geboren wurden. Ja. Und da habe ich Step by Step das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen bekommen und habe mich dann entschieden, ja, vollkommen richtig, ich habe mich entschieden, dieses Geschäft durchzuziehen. Komme, was wolle. Ja. Und in dem Wort Entscheidung, ja, steckt ja auch das Wort Scheidung. Und ich habe mich dann entschieden, von meiner Vergangenheit, ja, die mich runtergezogen hat, von eben dem Negativen in meinem Leben abzuwenden, ja, und dem Positiven, dem Gewinnbringenden zuzuwenden. Und das soll jetzt nicht philosophisch wirken, ja, aber das war genau so. Und du hast gesagt, habe ich gezweifelt? Ja, definitiv. Ja, ich zweifle immer noch und das wird definitiv auch mein ganzes Leben so sein. Die Frage ist nur, überwiegt der Zweifel oder überwiegt das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, ja, das Selbstvertrauen, dass du es schaffen wirst? Und du hast schon was sehr, sehr Intelligentes gerade gesagt, Tobi. Du hast gesagt, dass du entscheiden kannst, ob du Konsument oder Produzent bist. Ja.
Das heißt, wenn du täglich auf einer gewissen Art und Weise produktiv bist, dann wird diese Zweifel immer weniger werden. Ja? Und dieses Selbstvertrauen, dass du es schaffen wirst, wird steigen. Ja? Aber je länger du unproduktiv bist, und das ist zu 100% ganz genau so, und deswegen habe ich immer geschaut, dass ich jeden Tag auf eine gewisse Art und Weise produktiv bin. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich weiß genau, wenn ich über eine längere Zeit unproduktiv bin, dann überwiegt irgendwann dieser Zweifel. Ja? Und wenn dieser Zweifel ansteigt, dieses Selbstvertrauen sinkt, an diesem Punkt geben sich die Menschen dann auf. Okay. Also ich glaube, man kann immer nur an der Gewichtung arbeiten. Ja? Also Selbstzweifel sind ja immer da, habe ich jetzt rausgehört, sagst du. Die Frage ist immer nur, wie viel Raum man denen lässt. Ne? Und ich sehe es jetzt selber auch bei mir immer wieder. Man kommt ja auch ab und zu mal ins Grübeln, ins Nachdenken. Nur das ist leider nicht produktiv. Ja? Wenn man dann wieder in die Aktivität geht, in welche auch immer, sei es in Anführungsstrichen nur Sport oder was auch immer, oder dann ändert sich die Gewichtung. Ja, ganz genau. Im Übrigen, vielleicht mal an der Stelle für die Zuschauer und Zuhörer, wir kommen natürlich jetzt heute hier in dem Interview nicht dazu, es gibt wahrscheinlich 1000 Fragen, die man dem Markus stellen könnte. Vielleicht seid ihr auch gerade in einer schwierigen Situation, vielleicht habt ihr Familienangehörigen, Freunde oder wen auch immer in einer anspruchsvollen Lebenslage. Schreibt uns gern die Fragen hier auch unter das Video drunter. Bin mir sicher, der Markus ist bereit, da zu kommentieren oder mit zu beantworten. Lasst uns an der Stelle gern auch schon einen Daumen da, schreibt uns, leitet das Video weiter, weil ich denke mal, es ist, wenn ich jetzt sagen würde, leitet das an Leute weiter, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat, dann wäre das Blödsinn. Sage ich an der Stelle, leitet es an die genau weiter, die alles haben eigentlich und so wenig draus machen. Ja? Das ist jetzt mal mein Aufruf an die, die alles haben und so wenig draus machen, um zu sehen, dass es das Leben auch anders meinen kann und man trotzdem oder genau deswegen ja, viel, viel mehr rausholen kann oder viel, viel mehr draus machen kann. Ja. Markus, an der Stelle vielleicht noch ein kurzer Schwenk mal in die Richtung auf eine Gabe von dir oder auf das, was du gut machst, wo du uns zum Durchstarter-Kongress auch noch ein bisschen dran teilhaben lassen wirst. Was hat es denn mit dem Telefonieren auf sich? Du bist ein guter Telefonierer geworden. Jetzt schlagen einige die Hände über den Kopf zusammen. Das ist ja auch der größte Graus für die meisten Networker. Und der Markus telefoniert wie ein Weltmeister. Ja. Wie du richtig sagst, ich habe mir diese Gabe des Telefonierens angeeignet, beziehungsweise verperfektioniert in den letzten Monaten und Jahren. Weil ich gemerkt habe, ich habe gewisse Fähigkeiten, ja, und ich habe natürlich auch gewisse Schwächen. Ja. Und wenn du es jetzt mal ganz lapal ausdrücken würdest, dann wäre eine Schwäche von mir dieses fehlende Augenlicht. Ja. Aber eine Stärke ist definitiv zuzuhören und anders zuzuhören, als es die meisten Menschen da draußen machen. Ja? Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, bei einem Telefongespräch oder prinzipiell bei einem Gespräch mit einem anderen Menschen, ja, das hast du sicher schon mal gehört, kommt es nicht darauf an, was du konkret sagst. Natürlich ist es jetzt nicht unwichtig, aber vor allem auch, wie du etwas sagst. Ja? Und diese 55%, das ist ja ein riesengroßer Teil, was Mimik und Gestik ausmacht, fällt beim Telefonieren logischerweise weg. Ne? Das heißt, wir können uns eigentlich nur mehr auf diese 35% Stimme und 10% Inhalt fokussieren. Ich möchte das jetzt gar nicht im Detail ansprechen, weil da werden wir beim Durchstarter-Kongress in meinem Part auch ungefähr 30 Minuten dauern wird, noch einiges darüber hören. Also da kannst du definitiv schon mal sehr, sehr gespannt sein. Aber ich habe in den letzten Jahren, wie gesagt, darauf geachtet, mich dann eben am Telefon ja, auf diese 35% Stimme und 10% Inhalt zu fokussieren. Ja. Und
zuzuhören, anders zuzuhören, als es die meisten Menschen wahrscheinlich tun. Es gibt ja bei einer Einladung, und wie du richtig gesagt hast, ja, die meisten Menschen, ja, wenn sie jetzt eine Liste vor sich liegen haben im Network Marketing, und jetzt geht es darum, den Hörer in die Hand zu nehmen und einen nach dem anderen abzutelefonieren, ja, dann wiegt dieses Telefon plötzlich 300 Kilo und ist 500 Grad heiß, so in die Richtung. Ja. Also es ist schon mal ein großer Schritt, aus dieser Komfortzone rauszugehen, ganz klar, obwohl das Telefon normalerweise ja ein treuer Begleiter des Alltags ist. Aber wenn es darum geht, jemanden auf eine Geschäftspräsentation einzuladen oder auch eine Produktpräsentation, ja, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Also habe ich diese Gabe, wie du richtig gesagt hast, in den letzten Jahren einfach perfektioniert, weil ich gemerkt habe, es ist vor allem in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die beste Möglichkeit, ja, einen Interessenten, einen potenziellen Interessenten auf eine Information einzuladen. Ja. Das Beste, was meiner Meinung nach ist, also was an erster Stelle ganz oben steht, ist eine persönliche Einladung. Aber wie gesagt, das ist derzeit natürlich nicht so einfach. Dann kommt für mich persönlich schon das Telefonieren. Ja. Und dann kommt alles andere wie WhatsApp, Sprachnachrichten, prinzipiell Textmessages oder ganz unten natürlich, das ist für mich persönlich ein komplettes No-Go, E-Mail-Nachrichten rauszusenden. Ja. Okay, weil halt nicht besonders responsible. Im Übrigen kann man das alles ja auch schön miteinander kombinieren. Gestern fragte mich jemand, hey, ich habe jetzt so viele WhatsApp-Voices ausgesendet, aber die antworten mir nicht. Und dann sage ich, Mensch, dann fahr doch eine Doppelstrategie. Ruf doch einfach nochmal nach. Und dann sagt derjenige, oh, das ist ja geil, das ist ja geil. Also zum Beispiel. Ich glaube, es setzt auch so ein bisschen so eine geistige Flexibilität voraus, zu erkennen, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, entweder oder, sondern dass man telefonieren kann, und wenn man jemanden nicht erreicht, dann schickt man ihm halt eine Voice. Ja? Und alle, die man per Voice kontaktiert hat, die nicht reaktiv werden, ja, die ruft man halt nochmal an. Ja? Ja, ja, ja. Aber ich bin mir sicher, das weiß ich heute schon, dass dein Vortrag ein absoluter Highlight-Vortrag werden wird. Schon aus dem Grunde, weil halt das Telefonieren eine Sache ist, die kaum jemand kann, aber jeder können muss oder sollte, und viele natürlich da ein großes Interesse dran haben. Ja. Dann noch, ich sage jetzt mal, aus so berufenem und erfolgreichem Munde wie dem deinen, bin ich mir sicher, wird ein absoluter Highlight-Vortrag. Markus, an dieser Stelle darf ich für heute sagen, vielen, vielen Dank. Im Übrigen resümierend oder zusammenfassend, wer mich jetzt ein bisschen länger schon kennt, wird festgestellt haben, dass der Schlosser heute relativ wenig erzählt hat. Ich neige ja dazu, den Leuten ins Wort zu fallen und meinen Senf ständig dazu zu geben. Ich kann halt auch nicht aus meiner Haut, aber heute habe ich bei dir anders zugehört. Und insofern, oder hingehört, insofern sehr, sehr viel gelernt heute. Deine Geschichte hat mich natürlich sehr, sehr berührt auch und wird dazu führen, dass ich heute Morgen und zumindest die nächsten Tage auch wieder bewusster durch die Welt gehen werde und Chancen, die sich mir bieten, auch bewusster nutzen werde. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, kommentiert, fragt. Und falls es noch nicht passiert, dann abonniert den Kanal vom Rekrutier und bis bald. Danke, Markus. Vielen lieben Dank auch nochmal an dich, Tobi. Mich freut schon sehr auf den Durchstarter-Kongress und wünsche euch in der Zwischenzeit frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Tschüss.